Willkommen zu einem neuen extrem spontanen Video. Ich bin mir nicht sicher, ob der Ton läuft. Ich hoffe doch mal. Ich müsste laufen. So. Ich bin hier gerade an einem Trade dran. Und zwar die M AK 47 Steadpack, Point Zero Instatpack. Und die M4 A1 Basilisk. Hier meine AUG, meine AKFN, die ich auch getradet habe. Wenn ich den Clip noch habe, ich habe das nämlich auch aufgenommen, kann ich euch kurz mal einblenden. Dann hier noch eine FN, M2 in Spectra, eine Steadpack Crimson Tsunami Galil und meine M4 A1 Hyperbeast. Let's do it! Okay, denn ich wollte unbedingt eine Steadpack AK haben irgendwie, weil ich in letzter Zeit irgendwie echt ein bisschen Fan von Steadpack geworden bin. So, das Ding ist akzeptiert. Ich bin in letzter Zeit irgendwie Steadpack-Fan geworden und ich habe dann immer geguckt, ja, was holst du dir denn? Holst du dir, weil ich hatte lange mit einer Redline überlegt, ob ich mir eine Redline hole, eine AK Redline in Field Tested Steadpack. Habe ich nicht gemacht, weil ich mir dachte, im Endeffekt, nein, deine Waffe ist die AK Point Zero. Da ist sie tatsächlich mit so Stickern drauf. Bin ich mal gespannt, wie sehr ich diese Sticker benutzen werde. So, ich hätte mir einen Key gekauft, einen Spectrum Case Key, und damit wollte ich ursprünglich eigentlich den Trade machen. Hat nicht funktioniert, weil dieser scheiß Spectrum Case Key andauernd overstockt ist auf CS Money. Und jetzt habe ich den Keys weggetradet. So, das hier war im Prinzip mehr oder weniger eine Lückenfülle. Boah, die sieht schon, naja. Na, wobei, die geht eigentlich. Diese Sticker mache ich da gleich noch ab. Damit will ich nämlich nicht ein einziges Mal spielen, weil der mega hässlich aussieht, genauso wie die beiden Sticker. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt nur noch live im Video ab und dann spielen wir die Dinger direkt mal, weil damit so, sorry, aber ich weiß nicht, wie viel die Dinger wert sind, aber ich will damit nicht spielen. Ist nämlich, finde ich, immens hässlich. Ich bin null eingespielt. Kennt ihr coole Sticker-Combinations für eine Pointed Survey? Also ich hatte auf meiner allerersten Pointed Survey einen Scream-Sticker drauf. Ja, ich weiß nicht. Also, dafür, dass es 2 Euro gekostet hat, war es jetzt nicht so Bombe, fand ich. Oh mein Gott. Und ich darf direkt erstmal die Basil nicht. Okay, da spielen wir jetzt ganz kurz die M4 mal an. Ja. Ja, so scheiße ist die gar nicht. Vielleicht machen wir auch ein Stepback und dann. So, das war's jetzt. Guter Zweiter, denke ich mal. Ist in Ordnung. Die M4 ist schon ganz geil, muss ich sagen. Eigentlich ist sie mir ein bisschen zu schlicht auf die Dauer. Ich glaube nicht, dass ich dann sonderlich lang spielen werde. Ja, aber worum es ja eigentlich gehen soll, ist die AK. Und die werden wir uns jetzt anschauen. So, wir sind in-game. Ich bin echt hyped. Da ist sie. Boah, wird nicht mal angezeigt. Die Steadpack. Point Zero. Warum wird sie nicht angezeigt? Das war mein erster Kill. Und vor allem, ich habe gerade auf C geschossen, weil ich gerade die ganze Zeit CT war. Das ist mein Spiel. Das hat gerade gehangen. Das werdet ihr gerade nicht gesehen haben, weil ich es wahrscheinlich rausgecuttet habe. Aber mein Spiel hat gerade einen immensen Hänger gehabt. Einen Kill habe ich. Ja, sie ist ein bisschen zerkratzt. Ich muss da Sticker drauf packen. Aber bessere Condition, nee. Denn. Och, das Problem ist. Ich hab Lags. Also, oh klar, Standbilder. Das Problem ist, was bei mir ist, der Fall ist, ich will kein Geld unnötig für das Spiel ausgeben. Das habe ich jetzt schon genug getan, nur indem ich mir Steadpack-Waffen gegönnt habe. Aber das habe ich mir so mal so ein bisschen gegönnt. Aber ich gebe nicht einfach so viel Geld aus. Und gerade so, die Pointed Zero in FN kostet zum Beispiel knapp 100. Das ist jetzt an sich nicht so viel, ich weiß. Es gibt wohl einige von euch, die deutlich teurere Skins haben. Aber ich sehe es nicht ein, 100 Euro dafür auszugeben. Und aus diesem Grund. Alter, wie ich es gerade verendet habe. Mache ich das auch nicht. Sondern hol mir dann lieber hier so eine richtig fette Pointed Zero in abgenutzt. Die ist mega ranzig aussieht, nachdem ich die ganze Zeit das Pointed Zero in FN hatte.
Oh, schöner Klick. Shut up, Idiot. Also, Voice Chat ausgeschaltet, das geht ja überhaupt nicht. Das geht ja mega auf den Sack. Ja, also ich dachte einfach mal, ja gut, ich kann nicht hier dann mal teilhaben lassen. Oh mein Gott. Ich kann euch hier dann ja mal teilhaben lassen, einfach aus dem Grund, weil das halt doch ein recht großer, ein recht hochpreisiger Skin ist. Och Mensch, gerade bei sowas, gerade wenn es um solche wichtigen Sachen wie die AK geht. Der war so drauf. Bin ich blöd, die war noch drauf. Geleckt. Hauptsache er leckt noch mehr. Ey, ich hab echt Standbilder. Das ist so richtig typisch. Wisst ihr gerade, ich spiele 9 Minuten lang ein blödes Deathmatch mit der M4. Ich hab nicht ein einziges Mal auch nur ansatzweise ein FPS Ruckler oder Standbild sowas. Jetzt spiele ich AK und ich hab so viele. Ich habe übrigens noch ein neues Headset. Alles neu hier. Alles neu hier. War das HyperX Cloud. Nicht das Cloud 2, sondern das Cloud. Weil ich finde Stereo reich. Komm, wir machen ja echt mal einen so auf Klicken. So. Weil das mache ich die ganze Zeit. Ach nö, das wäre mein erster Double gewesen. Da war mein erster Double. Und mein Triple. Das ist so ein Abfuck, ey. Mit der P90, weißt du. Steht da vor mir und ich bin zu scheiße, um zu reagieren. 26 Kills haben wir schon gesammelt. 6 Schuss. So ein... Was soll das, ey? Hast du davon? Scheiß P90. Hast du schon wieder davon? Ja, diese blöden P90, die überall rein pre-firen, ey. Aber ich meine, gut. Ich habe den kein einziges Mal getroffen. Oh, der war ganz schön, der war ganz cool. Kill nicht. Schade. Der war auch cringy. Da konnte ich mich nicht entscheiden. Der. Geht doch. Nein. Na ba, läuft doch hier, Jungs. Na gut, 5 HP. Boah, ich dachte schon, der wäre schon down gewesen, ey. Das ist aber wirklich. Also ja gut, seht ihr ja. Ha, damit kann ich ja sogar beweisen, dass es meine erste Runde ist. An den Statter Kills. Muss ja meine erste Runde sein. 43 Kills. 43 Stat-Track Kills. So, das war doch gut. Das haben wir leider am Ende nicht mehr ersten Platz geschafft, obwohl wir deutlich bessere Stats haben als... Na, wobei deutlich nicht, aber... Wir haben bessere Stats als der erste, immerhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie findet ihr die AK? Wie findet ihr Stat-Track? Haltet ihr Stat-Track für komplett unnötig? Oder spielt ihr auch ganz gerne mal mit Stat-Track Sachen? Schreibt es mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like, wenn es euch gefallen hat. Also unterstützt ihr mich. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Schreibt eure Meinung.
in die Kommentare. Bis jetzt beim nächsten Video. Ciao.